ist so eine Tür, die nicht aufgeht. Naja, okay. Reden wir mal mit ihm. Hier hat es angefangen und hier wird es enden, Mr. Anderson. Gibt es noch letzte Worte, die ihr loswerden möchtet? Oder vergessen wir einfach die schönen Reden und kümmern uns um unsere Angelegenheit? Ihr seid schließlich der Herausforderer, also gebietet der Anstand, euch die Ehre des ersten Schlages zu lassen. Ja, sicherlich hat er auch noch eine Menge zu erzählen, aber ich denke mal, erster Schlag ist gut. Deswegen, stirb Bestie, stirb. Und zwar nicht zu langsam. Ich sagte, stirb. Ja, sag mal. What the fuck? What the fuck? Das haben wir auch schon mal besser gesehen. Alter Kacknoob. Los, komm schon. So, ich habe das schon mal gemacht. Und nicht nur einmal. Deswegen würde ich sagen, kriegen wir am besten gleich von hinten. Ja. Ja. Stirb. Ja, jetzt weiß ich, warum das nicht funktioniert. Unser Gegenstand hat keine Ladung. Tot. Keine Leiche. Tür geht auf. Ich mache hier am besten mal Herzring. Dann heile ich uns mal bis geheilt, damit auch unser Blaubrand wieder Saft hat. Dann speichere ich nochmal. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was uns hier dahinter erwartet. So. Akulakans Kammer. Boah, da ist er ja schon wieder. Fuchtelman. Bleib stehen. Ah. Déjà-vu. Das erinnert mich irgendwie an Vivek. Hey, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, wir müssen dort hier runter. Und dann, ja, dort finden wir dann sicherlich dieses komische Herz, glaube ich. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also wie war unser Schlachtplan? Wir schlagen mit Sehendorn drauf ein, dann benutzen wir die Sehenklinge und dann hat sich das Ding gegessen. Hoffe ich. Also beachten wir ihn gar nicht und rennen gleich an ihm vorbei. What? Was macht das? Achso, es entzieht einen Punkt. Ausdauer. Dann... Hallo Mr. Uhr. Auf Wiedersehen Mr. Uhr. Wow. Au. Au, das hat weh. Bloß steh hoch. So, damit darauf eingeprügelt und jetzt sehen Klinger. So, tot. Ist Grummet, also würde ich sagen, ich verziehe mich mal. Los, fliehe, 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 fliehe. Tagebuch aktualisiert. Oh, das sieht aus wie ein menschlicher Körper. So ein bisschen, oder? Das Herz ist dann aber ganz schön weit unten, würde ich sagen. Na, mal gucken, was steht hier. Ich fand Lorcans Herz inmitten des gigantischen Artefaktes Akulakan. Ich schlug das Herz mit Sehendunne, dann schlug ich es wieder und wieder mit Sehenklinge, bis von der Verzauberung nichts mehr übrig war. Von der erhaltenen Kraft des Herzens abgeschnitten wurde da so schließlich vernichtet. Aber die Erschütterung löste ein Erdbeben aus und ich musste um mein Leben laufen. Okay, dann laufen wir einfach mal. Die schöne Statue. Was ist da unten? Lava. Boah, verdammt. Kacke. Kacke. Nein, jetzt nicht sterben. Komm schon, Hose. Hose, ich brauche meine Hose. Ha. Ha, defeated. Haha, du kannst uns ja mal... Jetzt müssen wir noch rechtzeitig wieder hochkommen, bevor meine Hose auch keinen Saft mehr hat. Hey, hör auf so rumzukrummeln. Das gefällt mir nicht. Das wäre jetzt ein epic Fail gewesen, wenn ich da unten verreckt wäre. Aber sowas von... Echt. Meine Fresse. Naja, okay, liebe Leute. Das war der letzte Endboss.
Das ist somit das Ende des Spiels. Und auch das Ende des Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also wenigstens ein bisschen. Bei meinen 25 Stunden oder so, die ich euch jetzt an Zeit geraubt habe. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich dann fürs Zusehen. Lasst Kommentare da, abonniert mich, wenn ihr mögt. Schaut euch auch mein anderes Let's Play an, Bioshock. Ich werde auch weitere Let's Plays machen. Und das war's dann jetzt von mir und ihr seht jetzt noch die Endsequenz von ihr. Bis dann, euer Derfer. Ihr tragt nicht länger die Last der Prophezeiung. Ihr habt euer Schicksal erfüllt. Ihr seid frei. Die verfluchte Torheit der Dwemer, Fürst Dagots Versuchung, die Versuchung des Tribunals, das Herz Gottes ist befreit, die Prophezeiung erfüllt, alles Schicksal versiegelt und die Sünden gebüßt. Wenn ihr Mitleid habt, so beklagt die Verlorenen, aber lasst das Wehklagen schnell verstummen. Die Pest ist fort und der Sonne goldener Honig durchflutet das Land. Heil den Erlösern! Hortator und Nilvarine, die Menschen suchen euren Schutz. Monster und Bösewichte, groß wie klein, bedrohen die Bewohner von Wardenfell immer noch. Feinde und Böses in unermesslicher Zahl, und doch wird unbeugsamer Wille Morrowind von all seinen Krankheiten heilen. Euch sei unser Dank und Segen. Unser Geschenk und Zeichen sei gegeben. Kommt, nehmt dieses aus der Hand des Gottes.